Da ist ein Dorfzentrum. Macht das weg. Schützen, schießt. Lehrt sie das Fürchten. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Jawohl, jawohl. So, Reiter. Stimmt die Garnison. Zieht euch danach zurück und die Schützen räumen den Rest auf, falls wir noch Türme löschen müssen. Macht sie nieder. Lehrt sie das Fürchten. Ich könnte schwören, ich habe gerade eine Elfe gesehen. Dort oben im Baum. Ihr werdet angegriffen. Nein, sie haben sich nicht ergeben. Reiter, Rückzug. Schützen, der Rest ist an euch. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Lehrt sie das Fürchten! So, schießt brav die ganzen Speere zusammen, die jetzt den Reitern hinterhergerannt kommen. Und zieht die Reiter bis zum Stall zurück. Wir erledigen das. Andererseits lasst die Reiter hier in der Nähe, die können die Burg gleich relativ schnell. Der Feind will sich auch wieder aufbauen. Das dürfen wir nicht zulassen. Euer Wunsch ist mir Befehl. Wie ihr wünscht. Feinde haben einen Verbündeten attackiert. Für Ruhm und Ehre. Auf in den Kampf! Das kann ich. Feinde greifen euch an. Ja, mein Lord. Ich könnte schwören, ich habe gerade eine Elfe gesehen. Dort oben im Baum. So, die Ablesten haben einen leichten Verlust erlitten. Daru rennt hier noch ein bisschen. Angriff! Wie ihr wünscht, mein Herr. Wie ihr wünscht, mein Herr. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Dann noch mehr Schützen. Liegt bewusstlos auf dem Schlachtfeld. Halt! Gern! Attacke! So. Jawohl! Bis in den Tod! Also die hier unten sind eigentlich praktisch gefallen. Ja! Ja! Auf in den Kampf! Ergreift sie! Löscht die ganzen Türme aus und danach könnt ihr den Sturm auf die Zitadelle auf die Festung beginnen. Auf die Festung mit euch, los geht's. Auf in den Kampf. Gern. Ja. Ich tue mein Bestes. Ihr erschießt die Leibis. Angriff. Angriff. Zahlt da. Nur Mut. Wir werden siegen. Wir erledigen das. Auf in den Kampf. Auf in den Kampf! Nur Mut! Der Leibi! Wir werden siegen! Attacke! So sollte das immer sein. Sehr gut. Dario, lass ja, das. Ja, mein Lord. Ja, sehr wohl. Für Ruhm und Ehre! Angriff! Macht sie nieder! Attacke! Wo wollt ihr hin? Ja, mein Herr. Seid unbesorgt. Ein Verbündeter. Sobald die Leibeigenen tot sind, haben wir sie als in Griff. Feinde greifen eure Häuser an. Macht sie nieder. Seid unbesorgt. Da ist noch ein Leibi. Nur Mut. Wir werden siegen. So soll es sein. Ja. Gruppe 0. Das Dorfzentrum. Verwechslung vorliegt. Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. Setzt einen Schuss da drauf. Jawohl. Und dann finden wir heraus, ob irgendwelche Leibeigenkommnis zu reparieren. Seid unbesorgt. Unwahrscheinlich. Vergleichsweise unwahrscheinlich. Zieht die Reiterei zurück zum Frischmachen. Hier wird die Front hauptsächlich von den Kanonentürmen gehalten. Möglicherweise müssen wir da gleich ein bisschen reparieren. Und mit möglicherweise meine ich absolut. Repariert da mal was. Eure Priester segnen die Bewohner der Stadt. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. In Ordnung. Hört auf damit! Ja, Herr. Gern. In Ordnung. Stopp! Halt! Ergreift sie! Der Tag. Ihr braucht eine kleine Frischmacherei. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? So. Der Feind attackiert eure Siedlung. Dario, lass das. Ja. Wie ihr wünscht.
Gut, dann haben wir gleich ein Dorfzentrum genommen. Was sehr nützlich ist. Repariert den Turm, schießt auf die Fernkämpfer. Wo ist der Rest von Gruppe? Ich könnte schwören, was tut ihr da? Ich habe eine Elfe gesehen. Dort oben im Baum. Halt! Ihr werdet angegriffen. Lauft, 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 lauft. Man gibt den einen Befehl, irgendwas anzugreifen, und rennen die sofort in den Tod hinterher. Lauf, 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 lass ihn nicht nochmal treffen. Nutzloser. Gruppe 4. So. Da ist noch ein Turm. Wie ihr wollt. Kein Problem. Mach den mal weg. Wie ihr wollt. Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei. Okay, ihr geht euch mal ganz schnell auffrischen, Freunde. Eure Verbündeten steckt in Schwierigkeiten. Feinde greifen ihn an. Natürlich, natürlich. Ein Held ist in großer Gefahr. So. Ich tue mein Bestes. Wie ihr wünscht. Wann haben wir übrigens schon 11.000 Holz bekommen? Seid gesegnet. So hoch. Die Sägewerke haben sogar ein bisschen was verheilt. Stellt sich das einer vor. Das ist Ausbeutung. Zahltag. Das Gebäude ist ausgebaut. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Kriegen meine Jungs. Sägewerke, die keine komplette Verschwendung von Lebenskraft waren. So, geht auf neuen Trupps hoch. Das kann ich. Setzt hier einen Schießplatz rein. Ja, ist gut. Im Stall haben wir nicht wirklich einen Platz. Aber auch ja. Einen Aussichtsturm. Ja, ist gut. Schützen, lass das. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feind in Darius Nähe, das ist zu erwarten, gemessen daran, dass er in der feindlichen Stadt steht. Gut. Und setzt noch einen weiteren fünften Turm dahin. Ich könnte schwören, ich habe gerade eine Elfe gesehen. Dort oben im Baum. So, Gruppe 4, 12 Trupps schwere Scharfschützen. Ich möchte, dass ihr massiven Schaden austeilt. Reiterei ist auch nicht da frisch gemacht. Das geht natürlich auch nicht. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. Feinde haben einen Verbündeten attackiert. Wir Reiter sind halt durchaus sehr brutale Nahkämpfer. Das bedauerlicherweise gehen die recht schnell kaputt. Wenn sie... Na gut, sie gehen nicht recht schnell kaputt. Sie gehen langsamer kaputt als andere Truppen. Aber, also als andere Nahkämpfer auf jeden Fall. Aber sie machen in der Zeit, in der sie kaputt gehen, drastisch mehr. Die machen was mit ihrem Leben. Natürlich. Zahltag. Na gut. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Kriegen meine Jungs so. Heute Abend frei. Dario und die Arbalestenschützen. Geht euch mal ein bisschen umschauen. Wie ihr wollt. Flieg! Und eure Siedler werden gesegnet. Repariert den Turm. Ah. Versteckt die Position hier weiter. Gruppe 4, von Linie, an die Arbeit. Besorgt. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Interessant. Wo nehmen die ihre Stufe 4 Truppen her? Frage ich mich wirklich. Ich habe das Gefühl, dass sie fast schon spawnen. Nein, oder werden die hier oben ausgebildet? Nein, doch. Fertig. Ich glaube, die werden hier ausgebildet. Oder entstehen zumindest hier. Fertig. Gut, gut. Ja, sehr wohl. Wird gemacht. Wie soll ich mich konzentrieren? So, bringt die Reiterei wieder hier rüber. Lasst sie über die Ebene preschen und herausfinden, was es noch so alles gibt. Ja. Bring Gruppe 2 nach dahin. Wünsche 5 nach hier hin. Fertig.
Sammelt Dario dann auch an der Wegkreuzung mit den anderen Truppen. Gruppe 0, sobald die hier ihre Türme gesetzt haben und das hier in Sicht gebracht haben, genauso wie das hier, können die nachrücken. Ich war gestern nämlich bei dieser netten Lichtung. Habe Holz gefällt. Einer eurer Verbündeten wird angegriffen. So. Nichts lieber als das. Ich hab getan, was ihr wolltet. Zeig uns den Weg. Und so. Eure Siedler werden gesegnet. Wird erledigt. Ausbau fertig. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Bekommt auf jeden Fall die ganzen Sägewerkgebiete hier einmal in den Blick. Dann haben wir halt die Kontrolle über diese Stadt, die wir einfach frisch erobert haben. Unsere Verbündeten werden aller Wahrscheinlichkeit nach nicht so weit latschen. Ich tue mein Bestes. Reiter. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Schaut euch einfach mal um. Dario kann schon mal hier hochkommen. Denn inzwischen können wir das Gebiet da hinten wohl einnehmen. Oder uns die Minen kaufen, die da sind. Nicht, dass wir derartige Mengen an Schwefel brauchen würden. Aber man weiß ja nie. Unverschämtheit! Senkt die Steuern! Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Auch zum Turm hier. Sie greifen an. Lasst mich bitte meine Arbeit. Schlachtet sie. Ich mach das schon. Okay, Rückzug. Jawohl. Ja, einen isolierten Trupp, kein Problem. Aber wenn es eine Armee wird, dann wird es ein Problem. Wird gemacht. Relativ schnell. In Ordnung. Sehr wohl. Ja. Greetings, Stranger. What brings someone like you to these parts? I've toiled my whole life, crafting these mines. Now, with age catching up, I'm unable to work them. Would you consider buying these mines? I asked for 2000 thalers for each. Ein Verbündeter ist in großer Gefahr. Entschuldigt all die Fehler. Natürlich kaufen wir ihm die Minen ab. Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sorgen. Selbstredend. Es gibt nicht genug zu essen. Wenn's denn sein muss, ist in Ordnung. So und so. Wenn's denn sein muss. Beten. Eure Siedler werden gesegnet. Und dann haben wir so, die Leibe sind in gutem Zustand. Hackt ihr ein bisschen weiter Holz. Dachchef. All eure Wohnhäuser sind belegt, aber es gibt noch obdachlose Siedler. Okay, du Kunchi, komm mal hier rüber. Ja, ja, jawohl. Für euch doch immer. Und erkunden wir von da aus ein bisschen das Land. Und sobald ihr die Minen versorgt habt, könnt ihr hier unten Schießplatz und Stall auf dieser Flussseite bauen. Hier entlang der Kreuzung ist, glaube ich, ein guter Punkt für eine militärische Basis. So. Okay, wir kommen auf jeden Fall von hier aus langsam in das Gebiet des Feindes hier drüben. Gruppe 4. Vorrücken. Genau die richtigen. Gern. In Ordnung. Ich möchte, dass ihr den Vormarsch jetzt möglich macht. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Dafür sind wir genau. Wir haben Verbündete, die uns hier voranschieben wollen. Das kann ich. Jetzt der Feind wird hier hinten irgendwo eine Brücke haben und die möchte ich befestigen. Ein Verbündeter ist in großer Gefahr. Macht Gruppe 9 bereit. Es wird nämlich gleich Zeit dann für dann direkte Türme zu bauen, sobald wir die Position erreichen, die wir erreichen wollen. Konzentriert auf die Fernkämpfer. Unsere Verbündeten kümmern sich gut um die Nahkämpfer, aber die Fernkämpfer müssen alle vorher sterben. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaucht. Hört ihr auf euch zu bewegen, verdammt! Was ihr gelernt habt. Stopp! Das kann ich. Ausbau abgeschlossen.
Lehrt sie das Fürchten. Fertig. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. So soll es sein. Ja, mein Herr. Egal, schießt. Wir bleiben hier. Es gibt nicht genug zu essen. Bis in den Tod. Stopp. Bis in den Tod. Mit 12 Trupps haben wir genug Kraft, damit wir in der Lage sind, einen vernünftigen Vormarsch zu machen. So soll es sein. Halt. Bis in den Tod. Ich glaube, wir haben die Ignoranzschwelle unserer Gegner überschritten. Und an diesem Punkt weigern sie sich, sich effektiv zu wehren. Trag die Verluste wie Männer, bis sie die Brücke erreicht. Ausbau vollbracht. Halt! Attacke! Halt! Stopp! Die darf gar nicht erst schießen. Stopp! Für Ruhm und Ehre! Halt! Ja, mein Herr. Wir bleiben. Die bewegen sich immer so ein Mikrostückchen teilweise. Warum machen die das? Ja, wie ihr befehlt. Wir bleiben hier. Feinde greifen euch an. Attacke! Stopp! Auf in den Kampf! So. Halt! Okay, das war sehr clever von denen, die Kanone durchgehend in Bewegung zu halten. Halt. Halt. Nur Mut. Wir haben direkt einen Trupp verloren und der nächste Trupp ist auch gerade am Ausgehen. Weil unsere Verbündeten jetzt nicht rechtzeitig da waren, um uns zu helfen. Stopp. Macht sie nieder. Zurück. Naja, die Scharfschützen müssen die Verluste halt tragen. Aber jetzt sind wir gerade in der Unterzahl, das ist nicht gesund. Gehen wir uns ein Stück weit zurück. Gruppe 0, Gruppe 9, wir brauchen einen Schießplatz hier vorne direkt, sofort an die Arbeit. Für Gruppe 4 brauchen wir neue Verstärkung. Der Nachschub muss halt her. Schießt auf die Scharfschützen. Auf die Arbalestenschützen. Mit den Nahkämpfern werden wir fertig. Aber die feindlichen Fernkämpfe ist das größte Problem. Ach, warum seid ihr einfach so blöd, Leute? Hier sehen wir einfach die pure Schwäche von schweren Scharfschützen. Bewegliche Ziele. Und ich habe den Fehler gemacht, auf so eine Kanone zu schießen. Was? Nein! Falsche Gruppe. Ich habe den Fehler gemacht, auf diese Kanone zu schießen, anstatt sofort die ganzen Fernkämpfer niederzukämpfen. Halt! Macht sie nieder! Fertig, Meister! Formation wechseln! Wir bleiben hier. Ein Stück zurück. Wir brauchen die Feuerkraft wieder. Formiert euch. Marschformation, damit ihr zurückkommt. Wie ihr befehlt. Von 9 hat einen Leibeigenen verloren scheinbar. Mir in die Schuhe zu schieben, wenn das Gebäude einstürzt. Ich habe damit nämlich nichts zu tun. Ich war gar nicht da. Ich war gestern nämlich bei dieser netten Lichtung. Holz gefällt. Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich so mitkommen? Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. So, die Verluste sind schon durchaus schmerzhaft. Achtung! Moment mal, warum? Warum seid ihr nicht Teil von Gruppe 4? Sekunde. Eine eurer Verbündeten steckt in Schwierigkeiten. Jetzt seid ihr Gruppe 4. Wir gehen auf 15 Trupps hoch. So nicht. So, jetzt haben wir unsere Verbündeten wieder dabei. So nicht. Jetzt können wir vorrücken. Keine Chance. Wenn wir die Brücke erreichen und die Brücke mit Kanonentürmen befestigen, gewinnen wir das ohne Probleme. Das kann ich nicht tun. Danach haben wir unsere Verbündeten, die sich auf die Brücke schmeißen. Schießt niemals auf ein Ziel, das sich bewegt. Jetzt. Feinde greifen euch an. Halt, ja, mein Herr. Auf in den Kampf. Wir bleiben hier. Seid unbesorgt. Euer Wunsch ist mir Befehl. Unsere Verbündeten sind für die beweglichen Ziele verantwortlich.
Ja, Herr. Und wir dürfen nicht mehr unsere Verbündeten überholen die ganze Zeit. Wir bleiben hier. Bis in den Tod. Nein, nicht Gruppe 2. Ach, Gruppe 2. Position halten. Manchmal ist das Problem, dass ich auch Gruppe 2 den Befehl gebe, statt Gruppe 4. Aus purer Gewohnheit, dass meine Fernkämpfer normalerweise Gruppe 2 sind. Halt, seid unbesorgt. Ihr werdet angegriffen. Neu formieren. Wir bleiben hier. Halt. So. Sie das fürchten. Angriff. Stopp. Für Ruhm und Ehre. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Jawohl. Die kämpfen gerade im Nahkampf gegen uns. Das muss gestoppt werden. Das kann ich. Jawohl. Gern. Sofort. Wir bleiben hier. Ja, Herr. Stopp. Rück immer zu schnell vor, ohne unsere Verbündeten. Schieß die zusammen. Seid unbesorgt. Nichts lieber als das. Gruppe 4, nicht Gruppe 2. Ja, wir könnten unsere ganze Armee rüberbringen, aber ich möchte die Front bis zur Brücke verschoben bekommen, ehe wir an dieser Seite unseren Vorstoß machen. Dann werden wir mich doch auf dieser Seite eine freiere Hand haben. Weil unsere verbündete KI die ganze Zeit über diese Brücke rüber will. Wir erledigen das. Halt. Jawohl. Wie ihr wünscht. Dafür sind wir genau die Richtigen. Ja. Der Stall ist hier oben. Lehrt sie das Fürchten. Ich tue mein Bestes. Warum dreht ihr um? Ich tue mein Bestes. Nee, warum dreht ihr hier um? Feinde greifen euch an. Natürlich. Stopp, ergreift sie. Ohne euch vorzurücken ist für unsere Scharfschützen ungesund, Freunde. Stopp. Ich kann verstehen, dass ihr nicht als Kanonenfutter herhalten wollt. Aber was ihr da tut, bringt niemandem was. Konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt. Jawohl. Wir können unsere Verluste drastisch minimieren, indem wir Truppen, die angegriffen werden, zurückziehen. Und durch die Feinde dazu zwingen, ihren eigenen Beschuss einzustellen für eine kurze Zeit. Und der Trupp ist trotzdem gestorben. Wir bleiben hier. Halt. Bis in den Tod. Ein Verbündeter ist in Schwierigkeiten. Ihr werdet angegriffen. Lehrt sie das Fürchten. Lehrt sie das Fürchten. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Wir brauchen hier vorne einen Schießplatz. Ja. Euer Wunsch ist mir Befehl. Macht sie nieder. Weil Scharfschützen nicht so viel aushalten wie Arbalestenschützen, brauchen die wir bleiben hier. Ein sehr stabiles Maß an Nachschub. Angriff. Ich könnte schwören, ich habe gerade eine Elfe gesehen. So, die Nahkämpfer, ihr behaltet euch in Bewegung. Bewegung, Bewegung. Lauft. Lasst nicht den Nahkampf töten. Du, lauf, 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 lauf. Die schießen meinen Schießplatz kaputt, die Dreckigen. Die haben meinen Schießplatz einfach niedergefokust. Ich tue mein Bestes. Das ist unglücklich. Ich beschuldige unsere Verbündeten dafür. Okay, einmal zurück. Die Truppen sind zu schwach. Wir haben schon wieder zu viele Verluste erlitten und wir haben einen Großteil unserer Feuerkraft eingebüßt. Wir brauchen außerdem neue Leute für Gruppe 9. So. Denn Hauptmann hat nicht so viel Feuerkraft wie ein kompletter Trupp. Logischerweise. Ich weiß nicht, wie viele Trupps wir verloren haben, aber voran. Seid unbesorgt. Euer Wunsch ist mir Befehl. In Ordnung. So soll es sein. Sofort. Ja, mein Herr. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. So, schießt die feindlichen Scharfschützen zusammen. Ich möchte halt schon, ob diese Armee in der Lage ist, sie mit Hilfe der Verbündeten irgendwas zu erreichen. Auf in den Kampf. Oder ob wir wirklich unsere anderen Armeen mit rüberziehen müssen. Oder den Feind halt von der anderen unserer Flanke schwächen müssen. Stop. Attacke. Ich möchte, dass unsere Verbündeten ein Erfolgserlebnis haben. Einer eurer Verbündeten steckt in Schwierigkeiten. Feinde greifen ihn an. Stop. Ihr werdet angegriffen. Hört auf, euch zu bewegen, verdammt. So, wann ist die KI so clever? Stop. Halt, auf in den Kampf. Wir bleiben hier. Bis in den Tod. Stop. Ergreift sie. Stop. So soll es sein.
So, die Nahkämpfer brauchen zumindest noch eine Weile, um ihr Ziel zu erreichen. Bis in den Tod. Ist in Ordnung. Halt. So. Angriff. Ihr seid auf Feinde gestoßen. Sie greifen an. Wir bleiben hier. Ja, belästigen zuerst. Bevor wir uns mit dem Schwertkampf befassen, auf jeden Fall. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Wir bleiben hier. Wir bleiben hier. Lehrt sie das Fürchten. Wir bleiben hier. Wir stehen zusammen. Halt. Jetzt schießt jeden Trupp einzeln zusammen, so schnell es geht. Du zieh dich zurück. Wir kümmern uns darum. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. Lauf, 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 lauf. Jawohl, wir kümmern uns darum. Du zieh dich zurück. Mist. Eure Priester segnen die Bewohner der Stadt. Und wir an die Front mit dir. Wir bleiben hier. Stop. Jetzt könnt ihr. Wir haben schon wieder so unglaublich viel Qualkraft für eingebüßt. Das ist beängstigend. Ja, jawohl. Gern. Jetzt sind wir auf 12 Trupps. Wäre schafft es, die sterben halt einfach so unglaublich schnell. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Soll. Leichter hätten es natürlich deutlich einfacher, wie wir uns denken können. Nein! Aber ich hätte gedacht, die Verbündeten würden noch die Schaf, die Leibeigenen gut genug decken. Haben die Verbündeten wenig von gehalten. Dafür sind wir genau die Richtigen. Ja. Auf in den Kampf. Jawohl. An diesem Punkt bin ich fast versucht, Schwertkämpfer mitzubringen, die Feinde schon im Nahkampf binden sollen. Baut schon mal eine Kaserne, für den Fall, dass ich das wirklich mache. So soll es sein. Ja, Herr. Auf in den Kampf. Denn unsere Verbündeten, die das eigentlich tun sollten, die sind nicht so gut da drin. Halt, ja. Feinde haben einen. Außerdem, hört auf zu laufen. Schießen, Leute. Schießen. Halt, macht sie nieder. Wir bleiben hier. Jawohl. Wir bleiben hier. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Immer wenn ich dieses Jawohl höre, will ich jemanden dafür schlagen, dass die Leute nicht den Schussbefehl nehmen, den ich ihnen gegeben habe. Stopp! Angriff! Fertig, Meister! Verteidigt euch! Und da sind wir wieder alleine. Das lassen wir nicht auf uns sitzen, wir gehen zurück.